Die Börse ist spannend und die Börse war stark. Zumindest mal das, was wir so in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben. Man kann es ja nicht anders sagen. Eigentlich hätten wir ganz gute Voraussetzungen, dass es noch weiter steigt, sollte man meinen. Allerdings, das, was wir jetzt heute hier beim DAX sehen, ist gar nicht so überzeugend aktuell. Wir sehen, dass wir nach dem eigentlich ganz guten Start jetzt hier mit einem kleinen Gap hier nach oben. Anfänglich lief es ja dann sogar noch in die richtige Richtung weiter, aber das ist jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt das, was wir idealerweise haben wollen für eine starke Bewegung. Also Frage, ob das jetzt hier vielleicht sogar für einen Short geeignet ist. Das ist ein Thema, dem nehmen wir uns natürlich dann vielleicht später nochmal an in einem Trade-Vorschlag, die ich dann natürlich sehr, sehr gerne mache und euch dann vorstelle. Aber ich möchte mit euch unbedingt über Japan reden und zwar nicht meine eigenen Präferenzen und Reisetätigkeiten, sondern über das, was aktuell da gerade passiert. Denn Japan ist für uns offensichtlich ja ganz weit weg, aber auf der anderen Seite möglicherweise ein wichtiger Partner. Und heute gab es ganz, ganz wesentliche Nachrichten. Nicht nur heute jetzt, man kann sagen, aktuell jetzt vor dem Wochenende, ums Wochenende herum und jetzt, was den Markt möglicherweise nochmal deutlich Bewegung da verschaffen könnte. Hinweise dazu. Einerseits Shinzo Abe tritt ab, zieht sich zurück, noch nicht sofort. Er wartet auf einen Nachfolger jetzt noch, der noch gefunden werden muss. Aber gesundheitliche Gründe veranlassen ihn, sich zurückzuziehen. Und damit, was passiert mit Abenomics? Abenomics ist ein Wirtschaftsprogramm, was in Japan gestartet wurde. Auch da könnte man sagen, naja, das ist weit weg. Aber nicht vergessen, Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das hat einen gewissen Bezug. Aber nicht nur das, das politische System oder die politische Voraussetzung dort könnte ein Thema werden. Nein, auch Warren Buffett hat sich entschieden, hier in fünf Unternehmen zu investieren. Und das hat aus meiner Sicht gleich zwei Signalwirkungen. Einerseits der asiatische Wirtschaftsraum. Ja, er hat sich für Japan entschieden. Er hatte allerdings Titel gewählt, die man vielleicht nicht so sehr auf seinem Radar hat. Sumitomo beispielsweise, Mitsui beispielsweise, Mitsubishi beispielsweise und die anderen beiden, oh, die habe ich im Moment nicht mehr auf dem Radar. Sucht es selber raus. Die Medien sind durchaus voll davon. Aber das Entscheidende ist, alles keine Tech-Titel, alles eher ja, Rohstoff und Energie, sage ich jetzt mal, eher Langeweile-Titel könnte man jetzt sagen, sehr industrielle Titel, nicht irgendwie was mit Fantasie. Und das ist vielleicht auch wiederum bezeichnend, denn wir haben ganz lange über die Tech-Entwicklung hier gesprochen und wenn jetzt der Markt hier für ihn zumindest mal eher wechselt auf A, Fernost, B, und das sind keine kleinen Investitionen, die er da treiben will, sondern durchaus große, dann hat das eine gewisse Signalwirkung. Und wenn er nicht, obwohl Japan viele interessante Tech-Titel hat, wie ich denke, und auch in Robotik, in KI, in den anderen Bereichen dort sehr weit vorne auch ist, kann man sich die Frage stellen, warum macht er das? Gibt es denn irgendwas zu erkennen in Japan? Wir können mal auf den Chart gucken, dann sehen wir immerhin, dass wir auch da seit dem Märztief eine deutliche Aufwärtsbewegung haben, aber ebenfalls hier ein Bild, das dem sehr ähnlich ist. Ich hatte am Wochenende ja wieder Videos gemacht zu den aktuellen Chartsituationen. Da ist der Nickel nicht wirklich anders. Auch hier hinken wir noch unter den Hochs, auch das Allzeithoch hier vorne. Ein Allzeithoch ist gelogen, aber den jüngsten Hoch, was wir jetzt hier haben, bei knapp 25.000, 24.500 in etwa. Also das ist nicht das Allzeithoch, der Kurs war vorher schon mal deutlich höher, aber das ist ja eine lange Geschichte in Japan. Trotz alledem, es sieht ein bisschen nach Ermüdung auch hier aus. Ich will jetzt niemanden verführen, hier aktiv zu werden. Man kann sich aber überlegen, diese Erscheinungen hier sind häufig an Wechseln. Wir sehen das hier beispielsweise, wir sehen das hier, das ist ein Klassiker. Auch hier ging der Kurs anschließend erstmal nach unten. Ich will damit nicht unbedingt sagen, dass der Kurs jetzt massiv nach unten brechen muss. Also nicht notwendigerweise gleiche Geschwindigkeit oder hier jetzt beispielsweise. Aber es ist häufig ein Zeichen dafür, dass der Markt so ein bisschen in der Zweifelphase ist. Also, wir sehen das. Japan und Asien im Moment spannend ist, nicht nur wirtschaftlich, auch natürlich geostrategisch. Der Taiwan-Konflikt ist längst nicht ausgefochten. USA, China sind da noch mittendrin und bis aufs Messer bewaffnet. Dementsprechend sollten wir aufpassen, was das für diesen Markt bedeutet, den man durchaus mal auf seine Liste nehmen kann. Allerdings auch auf andere Märkte, denn wir sehen, dass auch hier der Nikkei, Entschuldigung, nicht der Nikkei, der Nasdaq, in dem Fall der Future,
hier so eine Indikation hat und einen kleinen Versuch hier nach oben gestartet hat. Also mit plus minus null war da schon mehr oder weniger wieder rauszukommen. Die Geschichte ist schon rum. Allerdings die Abwärtsseite wäre ebenfalls nochmal was, was vielleicht dann nochmal gespielt werden kann. Und hier ebenfalls der Gedankengang, wenn es dann eben nicht nach oben geht, ja, die Frage, ob das dann nicht ein Zeichen ist für vorläufig doch erst nochmal nach unten. Wir können also gespannt sein. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Bereiten wir uns entsprechend vor. Dazu wie immer viele Trade-Vorschläge und Ideen. Schaut euch das sehr, sehr gerne an. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal.